Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plänkuster. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. So, ich präsentiere dir heute Frozen Cave aus dem Steam Workshop Download. Den findest du natürlich wie in meiner Videobeschreibung. Erstellt wird das Ganze von Beep Beep, hat aktuell 3 Sterne von 25 Bewertern und wurde am 8. November 2018 hochgeladen. Normalerweise präsentiere ich ja nicht Bahnen unter 4 Sterne, aber ich mache auch schon mal eine Ausnahme und wir werden immer wieder positiv überrascht, welche grandiosen Meisterleistungen das sind, weil einfach es gibt immer Hater. Immer. Egal was ihr macht, es gibt immer Hater und so ist das bei Steam natürlich auch. Und gerade im Anfangsstadium ist es sehr schwer, 4 Sterne direkt zu kriegen, außer du bist wirklich sehr bekannt, sehr berühmt oder wie auch immer. Und deswegen kriege ich auch immer 5 Sterne. Auf jeden Fall ist es sehr schwer und ich gucke mir die gerne an, weil ich finde, die Thumbnails sehen schon sehr, sehr gut aus. Und wir fahren natürlich die Bahn, beziehungsweise, Entschuldigung, die Bahnen. Einmal im Hellen und einmal im Dunkeln. Ich glaube, mit der einen Bahn werden wir im Hellen fahren und der anderen im Dunkeln. Das machen wir meistens so. Übrigens an alle Neulinge, herzlich willkommen. An alle Alten, herzlich willkommen. Und an die Neulinge, es ist ein Blueprint. Das heißt, Wege und Terraforming ist nicht gespeichert. Du kannst das aber dann in einen bestehenden Park integrieren. Was natürlich bei einem, wenn du das als Park speicherst, natürlich nicht geht. Aber dafür hast du dann Wege und Terraforming gespeichert. So. Das nur als kleine Erklärung. Auf jeden Fall sehen die Dinger schon sehr, sehr gut aus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das runtergeladen und habe dann unter meine Parks gesucht. Ne? Weil normalerweise dachte ich, gut, das sieht so geil aus, das sieht so groß aus. Ja, Dritte, es ist wirklich ein Blueprint. Das heißt, der hat die 4, oder der, die das, hat auf jeden Fall 4000 Teile eingehalten. Und ich bin mal gespannt, wie das Ganze gleich aussieht. Ich drücke einfach mal auf Play, damit sich hier was bewegt und gar nichts. Es bewegt sich hier gar nichts, außer Digger. So ein richtiger Montana Black, ey, Digger. So, dann haben wir hier Survey, ne, Survey und Digger. Ich würde aber sagen, Digger fahren wir im Dunkeln, wohingegen wir Survey im Hellen fahren werden. Also Survey ist wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, so eine ruhige Schlittenfahrt, schön thematisiert und alles drum und dran. Und Digger ist dann wahrscheinlich so eine, ey, ich muss mal ganz kurz das loswerden. Die alten Hasen unter euch, die sich im Phantasialand ein bisschen auskennen, erinnert dich die Bahn? Wenn du die schon mal gefahren bist, kannst du mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin die leider nie gefahren. Ich kam leider nie in den Genuss, weil die vorher abgebrannt ist. Vielleicht kommt es jetzt drauf. Und zwar geht es um die Grand Canyon Bahn im Phantasialand. Ich habe ein paar Bilder dazu gesehen damals, also nicht, wo die abgebrannt ist, sondern wirklich normale Bilder und halt ein paar On-Ride-Videos und ein paar Luftaufnahmen. Damals gab es ja noch kein Drohnen, da wurden ja richtige Helikopter eingesetzt. Auf jeden Fall habe ich mir da ein paar Videomaterial und Bildmaterial dann reingezogen und ich fand die sehr interessant und ich muss ganz ehrlich sagen, das erinnert mich so ein bisschen an das, was ich gesehen habe. Wenn ich falsch liege, kannst du mir das gerne in die Kommentare schreiben oder du sagst, yo, du hast recht. Kannst du mir natürlich beides gerne in die Kommentare schreiben. Oder du sagst, nee, kenne ich nicht, ist lange her, ist ein alter Schuh. So, auf jeden Fall, oder schreibst nur Hallo. Auf jeden Fall gucken wir uns das ganze Ding einmal an und wir sehen hier den habgierigen Truck, ne, der schon die ganzen Edelsteine rausholt. Hier schönes schwebendes Auto. Ich glaube, die Steine sind nicht bis zum Ende gezogen worden. Das sollte. Vielleicht sind die 4000 Teile da, ja, am Ende gewesen. Man weiß es ja nicht. Man hätte. Sag mal, wachsen die Diamanten an diesen Pilzen? Ich muss in Agrabah mal nachschauen, weil ich glaube, dann sind wir ein gemachter Mann. Dann haben wir nämlich ausgesorgt. Ansonsten haben wir hier einen Schneemann, der schön bestrahlt wird nachher. Und ich hoffe. Ich hoffe, dass das LEDs sind, weil wenn das normale Glühbirnen sind, werden die sehr, sehr warm und dann fängt er an zu schmilzen. Ist, glaube ich, nicht so gut, außer Olaf, der mag natürlich Wärme. Dann haben wir hier die Grand Canyon Bahn, die erinnert mich echt stark daran. Dann haben wir hier Stützen, selbstgebaute Stützen, die... Hör mal, hört man das? Ganz leise, so ein Brüllen und das ist nicht mein Magen. Krass,
Vielleicht ist der Yeti da drin, man weiß es ja nicht. So, auf jeden Fall selbstgebaute Stützen in den Berg eingelassen, gefallen mir richtig, richtig gut. Hier auch noch so ein paar Schneeklumpen dran und da oben, ne, von den Schneefangnetzen wird der Schnee zurückgehalten, damit er nicht auf die Passagiere drauf knallt. Und ich bin mal gespannt. Ich gucke da jetzt nicht zu sehr rein, dass wir uns nicht zu sehr spoilern. So, da haben wir noch so einen kleinen Mineneingang und ansonsten war es das schon. Ich würde sagen, weil sich das ja immer viele gewünscht haben, wir lassen die eine Bahn fahren, damit man halt so ein, ne, so, so ein Gefühl hat, dass sie dann über einen drüber herrascht, rast, an einen vorbei huscht und so weiter und so fort. Und wir fahren jetzt natürlich mit Survey. Die großartige Survey-Bahn. Und ich glaube, sie hat gepupst, weil da hinten kommt über ganz viel Qualm raus. So, man sagt es ihr aber nicht. Ne, wir haben Anstand. So, jetzt gucken wir mal. Oh, Musik ist an Bord. Cool. Okay. In der Weihnachtsbäckerei. Feuer im Eisberg. Das ist eine sehr clevere Sache. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Milch und Mehl. Da haben wir es zum Beispiel, ne? Dass die Achterbahn an einem vorbeirast. Finde ich sehr, sehr gut. Zwischen Milch und Mehl macht so mancher Knecht eine riesengroße Bäckerei. In der Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei. Na, 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 na. Hallo? Howdy, Partner. Ich finde die aber schön. Ganz ehrlich, gefällt mir. So ein ganz klein bisschen Steampunk dabei. Ganz klein bisschen nur. Nur ein ganz klein bisschen. Nur ein klein bisschen. Ich finde das schön. Oh, Glühwürmchen. Schade, dass wir die nicht bei Nacht gefahren sind. Schade. Was hindert uns eigentlich dran, dass wir die bei Nacht fahren? Na 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 na. Oh, guck mal. Der piekt da einen Diamanten raus. Na na na. Hier auch mit den Eiszapfen. Finde ich schön. Übrigens, die Eiszapfen schmecken komischerweise nach Zucker. Ich weiß nicht wieso hier. Oh, da ist so ein Weihnachtsdorf. Oh, ich sehe das vor mir. Oh, kannst du echt gut. Ja. Was ist da? Was? So Columbo. Ich habe da mal noch eine Frage. Speed Limit ist 10. Okay. Oh, die schwebenden Bäume. Aber ich habe das doch tief genug platziert. Also ich verstehe das jetzt nicht so ganz, warum das hier alles schwebt. Puh. Vielleicht hätte man mit Terraforming so ein bisschen höher ziehen müssen. Okay, das fällt jetzt erstmal außer Betracht. Ne? Das könnte ja sein, dass das... Obwohl da stand... so ein Schild, ne, dass man das halt tiefer positionieren muss. So, für unsere Statistik, Freunde, auf das, was uns erwartet. Und zwar Spaß, 5,0. Nervenkitzel, 3,44. Übelkeit, 0,35. So, eine Fahrdauer, 83,8 Sekunden, Streckenlänge, 737 Meter, Maximalgeschwindigkeit, 74 km/h, Durchschnittsgeschwindigkeit, 32 km/h, tiefster Fall, 14 Meter. Ansonsten geht's jetzt weiter. So. Und dann würde ich sagen, oh, warte. Wir gucken jetzt erstmal den Eingang, ne? Das habe ich ja gerade schon wieder verpasst. Und zwar, wo ist der Eingang hier? Ja gut, der ist jetzt nicht besonders spektakulär. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nach Digga. Ja, der ist total spannend, guck mal, ne? Total spannend gewesen, hast du gesehen. So, und dann würde ich sagen, Station ist aber schön, gefällt mir.
Ach, guck mal, im Osterkörbchen, was ich dieses Jahr, nächstes Jahr bekomme, ist schon mal ein Diamant drin. Das freut mich. Dankeschön. So, dann würde ich sagen, ne, fahren wir jetzt mal. Sieht ein bisschen aus wie Asterix. Entschuldigung. Ich habe was sehr Wichtiges vergessen. Und zwar, ich wollte die ja Nacht fahren. Puh, da ist es beinahe passiert. Okay, dann gucken wir mal, was wir da so haben. So designtechnisch. Sieht aber sehr, sehr gut aus. Die Beleuchtung gefällt mir sehr gut. Ne? Hier haben wir dieses Eiskristallblau. Und hier haben wir so ein Warmweiß. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schick aus, die Beleuchtung. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie das ganze Ding sich fährt. So, einsteigen, Spaß haben, los geht's. Ich bin echt am Überlegen. Ne? Ja, vielleicht kommt, wir kreuzen ja öfters die Schienen, ne? Okay. Ein etwas höherer Lift Hill. Sieht aber nach einem Compact Coaster aus, ne? Also sehr kompakt alles. Ja, ich bin mal gespannt. Achtung, Lawine. Ja, die kommt jetzt angerast. Oh, die kam echt angerast. Krass. Sehr schön. Also wie in Stein gemeißelt auf jeden Fall der Coaster und das Ganze drumherum. Und ich verstehe ehrlich gesagt die drei Sterne nicht so ganz. Das hängt ja auch immer damit zusammen, du kannst ja keine Sterne ins Team geben, sondern ne, Daumen hoch oder Daumen runter. Und anhand der Anzahl, wie viel Daumen runter und Daumen hoch, kommt dann die Sternenzahl zustande. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe nicht, warum man dann da einen Daumen runter gibt. Also meine persönliche Meinung. Weil es ist eigentlich ein sehr schönes Teil. Gefällt mir echt gut. Also mir gefällt das echt gut. Und damit wir jetzt nicht mal damit fahren, würde ich mir das ganz kurz mal im Dunkeln angucken. Oh, schön. Echt schön. Hier das Steinmalwerk und alles. Gefällt mir echt, echt gut. Also ganz ehrlich, ja, hat was. Auch, dass die Bahn hier sich öfters näher kommt. Ne, hier schön. Also die Achterbahn ist auch sehr, sehr smooth. Also ja, hat was. Also mir gefällt es auf jeden Fall. Mir gefallen auch die Details. Mir gefallen auch, mir gefällt eigentlich alles. Und ich gebe der Bahn, halt mich für verrückt oder nicht, ich gebe 5 Sterne. Es ist, beide zusammen, ne? Es ist für mich so ein 5-Sterne-Kunstwerk. Ja. 5 Sterne. Von meiner Seite. Natürlich kannst du auch anderer Meinung sein. Das darfst du mir gerne in die Kommentare schreiben und oder hier oben auf dem i klicken. Da kannst du meine Bewertung zustimmen oder ablehnen. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.